Hör dir das an. Hübsche, intelligente junge Witwe mit großem Vermögen wünscht in Verbindung zu treten mit geistesverwandtem jungen Mann. Zwecks späterer Heirat. Antwort an Postfach 2041. Das ist bestimmt eine miese alte Jungfer mit einem Gesicht wie ein U. Nein, eine solche Frau würde ich niemals heiraten, wenn sie noch so viel Geld hätte. Aber ich vielleicht. Du schon. Du weißt doch, Schönheit ist oft eine Frage der Haut. Ich würde ihr etwas von ihrem Geld geben und sie müsste sich hier und da raffen lassen, dann hat sie wenigstens eine Beschäftigung und ich kann mich dabei zur Ruhe setzen. Erklär mir das genauer. Wie? Du sollst mir das genauer erklären. Pass auf, wenn sie, wie gesagt, nicht mehr ganz jung und frisch ist, dann kriegt sie von mir Geld von ihrem Geld, damit sie sich raffen lässt. Ich werde mich zur Ruhe setzen und brauche nicht mehr andere Leute kindzuschaben. Das habe ich ja dann nicht mehr nötig. Durch das viele Geld bin ich sogar mit ihr geistesverwandt. Damit biete ich ihr schließlich auch etwas. Das ist eine großartige Idee. Die beste, die ich jemals hatte. Ich werde gleich auf das Inserat antworten. Wieso willst du auf das Inserat antworten? Weil ich es gefunden habe. Ich habe eine viel bessere Idee. Was denn? Wir treffen ein Abkommen unter Ehrenmännern. Wir schreiben beide auf das Inserat. Und wem die Witwe antwortet, hat gewonnen. Liebe Mrs. Postfach, 2041. Gib her, ich werf ihn ein. Ja. Was heißt ein BBW? Brief bitte wenden. Gesiegelt mit einem Kuss. Nicht so ein blödes Gesicht. Komm her und rasier mich jetzt. Wieder ein Oliver. Soll ihn das gleiche Schicksal erreichen wie die anderen 7 Olivers? Warum nicht? Es war ein Oliver, der zuerst in mein Leben trat und mich betrog. Kurz vor der Hochzeit ließ er mich sitzen. Damals habe ich mir geschworen, dass ich mich an jedem Oliver rächen werde, der mir über den Weg läuft. Keiner von ihnen hat dieses Haus jemals lebend verlassen. Am Vorabend jeder Hochzeit geistern sie, Madame, schlafwandelnd durch die Wohnung und am nächsten Morgen findet man eine Leiche. Mit durchschnittener Kehle. Trifft die Vorbereitungen für Oliver den 8. Jawohl, Madame. Wenn ich ein Vöglein wär, flüge ich zu dir. Tag, Olli. Tag, Stanley. Wo warst du denn? Drüben bei der Konkurrenz. Ich hab mich rasieren lassen. Wenn ich ein Vöglein wär. Wo gehst du denn hin? Wir haben doch mal zusammen an eine junge Witwe geschrieben.
Ja? Während du eben weg warst, habe ich einen Brief von ihr bekommen. Ich kann dir sagen, das Weib fliegt auf mich wie eine Rakete. Sie wird sich schon morgen früh mit mir trauen lassen. Du hast doch behauptet, die miese alte Jungfer würdest du nie heiraten. Hier, schau sie dir an. Donnerwetter, die hat Pep. Nicht wahr? Ich frage mich nur, was sie an dir findet. Wahrscheinlich glaubt sie, dass ich... Dumme Frage. Meinst du würdest ihr besser gefallen? Es ist nur komisch, dass sie mir nie geantwortet hat. Wieso? Ich finde da nichts Komisches dran. Du warst eben nicht ihr Typ. Wenn du jetzt bald heiraten wirst, was sollen wir dann mit dem Laden anfangen? Das möchte ich ganz dir überlassen. Du kannst ihn verkaufen oder behalten, wie du willst. Ja, gehe ich denn nicht mit dir? Nein, da muss ich dich enttäuschen, Stanley. Es tut mir sehr leid, aber das wäre unvereinbar mit meiner gesellschaftlichen Stellung. Wiedersehen. Wiedersehen. Wenn ich ein Vöglein wäre, flöge ich zu dir. Wiedersehen. Guten Abend. Ihr Name bitte? Oliver Norville Hardy. Ich hätte gern die Ehre mit der zukünftigen Mrs. Hardy. Kommen Sie herein. Dankeschön. Die gnädige Frau wird sofort herunterkommen. Danke. Wollen Sie sich nicht setzen? Ja, gerne. Morgen früh wird die Nacht um sein. Ja, ja, natürlich, gewiss. Durcheinander bringen. Nein. Ich will diesen Brief. Was tust du denn hier? Wenn es um meine Frau geht, ist mir jedes Mittel recht. Ich bin ganz derselben Meinung. Ich verlange von dir meinen Anteil an dem Vermögen, sonst erzähle ich, wie die Sache wirklich war, dass du meinen Brief... Was verstehst du unter deinem Anteil? Genau die Hälfte von dem Geld, das du einsteckst. Die Hälfte von dem Geld, das ich einstecke? Nicht mehr und nicht weniger auf den Penny genau meinen Anteil. Ich bleibe hier, bis du ihn rausrückst. Gut, meinetwegen. Wenn du auf Ehrenwort deinen Mund hältst, sorge ich dafür, dass du ihn bekommst. In Ordnung. Was hast du mit unserem Laden gemacht? Verkauft. Wie viel hast du dafür bekommen? Verkauft ist nicht ganz richtig. Ich habe ihn getauscht. Du hast ihn getauscht? Ja, es war ein sehr netter Herr. Sieh mal, was er mir gegeben hat. Das ist echtes Gold. Der Herr hat gesagt, Gold wäre die beste Kapitalsanlage. Und ich soll es irgendwo verstecken. Vielleicht werde ich eines Tages... Ist das alles, was du gekriegt hast? Nein, der Herr war sehr großzügig. Er hat mir als Draufgabe noch etwas gegeben. Was? Ein paar Nüsse. Oh. Guten Abend, Oliver. Meine Königin. Was ist das? Was? Das. Oh, das ist mein Freund Mr. Laurel. Komm, Oliver, wir besprechen die Hochzeitsfeierlichkeiten. Gern, Liebste. Oh, die hätte
ich beinahe vergessen. Ziehen Sie eine Karte. Genieren Sie sich nicht. Zeigen Sie sie mir. Karo 7. Stimmt's? Hier, zeigen Sie sie Ihrem Freund. Na los, zeigen Sie sie ihm. Gehen Sie ruhig hin, Sie stören nicht. Schau. Zieh eine Karte. Was? Zieh eine Karte. Du hast sie wohl nicht alle. Heben Sie Ihre Karten auf. Bitte servier jetzt das Dinner, Jack. Sehr wohl, Madame. Sie haben eine fallen lassen. Oh, danke. Und bei dir ist eine Masche gefallen. Was ist mit deinem Diener? Jack ist verrückt. Er hat Wahnvorstellungen. Ist er gefährlich? Nein, du darfst ihm nur nicht sagen, dass er verrückt ist. Oh. Haben Sie zufällig eine Schere? Soll das trompeten? Es bedeutet, das Abendessen ist serviert. Komm, Oliver. Danke. Ihr Glas, bitte. Oh. Zum Wohl. Die Suppe, Madame. Vielen Dank, Jack. Ihren Teller, bitte. Ich möchte nicht so viel. Ein Stück Brot, bitte. Brot, bitte. Ihr Brot, bitte. Da ist doch... Nimm dir doch! Dürfte ich das Salz haben? Das Salz? Ja, das ist richtig. Das ist aber der Pfeffer. Oh, entschuldige. Das Salz. Du auch? Danke. Salz? Sag mal, ich... Sei doch ruhig.
Für die Suppe nimmt man doch keine Gabel. Sie sind ja verrückt. Wer sagt, ich bin verrückt? Sie hat's gesagt. Kann ich Sie bitte einen Augenblick sprechen, meine Herren? Entschuldige bitte, Liebste. Pass doch ein bisschen auf. Ich beschwöre Sie, meine Herren, glauben Sie ihr kein Wort. Madame ist nämlich verrückt, ja, aber nicht ich. Sind Sie schon mal mit durchschnittener Kehle aufgewacht? Nein. Dann steht Ihnen das heute Nacht noch bevor. Meinen Sie das im Ernst? Wenn Sie nachher zu Bett gehen und schlafen, kommt die Gnädigste in Ihr Zimmer und schneidet Ihnen die Kehle durch. Genau wie sie es mit den anderen 7 Olivers getan hat. Ich glaube, es ist besser, wir gehen. Ja, ich glaube auch. Wiedersehen. Wiedersehen. Aber meine Herren, warum so eilig? Sind alle Türen verriegelt? Ja, Madame. Die Fenster geschlossen? Ja, Madame. Gut. Führe die Herren in das Gästezimmer im linken Flügel. Jawohl, Madame. Leb wohl, Oliver der Achte. Ich hoffe, du hast einen guten, langen Schlaf. Wären wir doch in unserem Laden geblieben. Angenehme Ruhe. Mal wieder eine feine Situation, in die du mich gebracht hast. Was machen wir denn nur? Ich habe solche Angst. Ich werde dir sagen, was wir tun. Einer von uns muss die ganze Nacht aufpassen, dass sie meine Kehle nicht durchschneidet. Ich kann nicht die ganze Nacht wach bleiben. Das brauchst du ja auch nicht. Wir werden uns abwechseln. Wenn ich schlafe, dann musst du wach bleiben. Und wenn du wach bleibst, dann muss ich schlafen. Sie darf uns nicht im Schlaf überraschen. Da, hier hängt mein Mantel in den Schrank. Das ist eine gute Idee, Olli. Ist sie auch von mir. Nein, sie darf uns nicht im Schlaf überraschen. Hey, sieh mal, was ich hier gefunden habe. Ist es geladen? Ist alles vorbereitet. Jack, hoffentlich ist das Messer der Rache auch scharf. Jawohl, Madame. Meinetwegen kannst du tun, was du willst, nur nicht einschlafen, bevor ich aufwache. Und wenn die Gnädigste kommt, nimmst du das Gewehr. Gute Nacht. Gute Nacht. Du bist ein feiner Freund. Du willst wohl, dass man mir die Kehle durchschneidet. Nein. Ich habe dir doch verboten, einzuschlafen. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich einschlafe. Deshalb verlange ich ja von dir, dass du wach bleibst. Dann kannst du es doch so einrichten, dass du nicht einschläfst. Ich habe geträumt, ich wäre wach. Und als ich dann aufwachte, habe ich gemerkt, dass ich geschlafen habe.
Wofür ist das? Das ist eine Erfindung zu meinem persönlichen Schutz. Dieses Patent hält dich bestimmt wach. Wenn die Flamme zu nah an die Schnur kommt, schiebst du die Schnur weiter runter. Wenn du das nicht tust, brennt die Flamme die Schnur durch. Der Stein dort oben fällt runter, und zwar dir genau mitten auf den Kopf. Jetzt hast du eine Beschäftigung, die größte Konzentration erfordert. Da musst du doch wach bleiben. Gute Nacht. Olli! Was ist? Schau nicht hin, aber eine Männerhand hält sich am Fuß vom Bett fest. Neben dir steht das Gewehr. Nimm die Hand genau aufs Korn. Ruhig Blut. Komm jetzt. Schießprügel in den Schrank. Nicht genug, dass sie mir die Kehle durchschneiden will, versuchst du auch noch obendrein mich vorher zu erschießen. Geh schon, los, fort! Komm. Warum schläfst du denn nicht im Bett? Du holst dir doch kalte Füße auf dem Stuhl. Ich hatte eben einen furchtbaren Traum. Oh.